geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein, der New Colossus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fuck. Von der Seite. Wo ist er denn jetzt? Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit. Hier links kommt auch noch einer. Da ist er doch. Ja, Leute. Geil, dass ihr am Start seid. Und vielen Dank natürlich wie immer an die Supporter da draußen, die das Projekt hier unterstützen immer noch. Komm, renn nicht weg, kleiner Boy. Renn nicht weg, kleiner Mann. Jawolski. 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 Oh, scheiße. Oh, die Türen sind aufgegangen. Jawohl, 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 jawohl. Oh, verpiss dich, du dummer Drecksköter, Mann. Ich hab so die Schnauze voll von der Kacke hier, Mann. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur noch weg. Oh Gott. Jawohl. Terror Billy! Jawohl! Kommt schön her hier! Kommt alle hier hoch! Terror Billy hat was Schönes für euch! Scheiße! Oh! Okay. Nice, nice, nice. Da kommt noch mehr, kommt noch mehr. Kommt noch so ein Vieh. Die Frage ist nur, wo zum Teufel muss ich eigentlich hin? Bleibst du tot? Wo muss ich überhaupt hin? Das ist die Frage. Jawohl! Ich glaube, ich muss einfach nur überleben, kann das sein? Kämpfe, ja. Fliehen. Fliehen, fliehen, fliehen! Endlich, oh Gott, raus hier! Meine Fresse. Mama? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Ich
Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Gerichtsdiener! Warmer Mantel der Tagträume. Gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern! Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Lefkowitz festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllosen Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben! Bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! 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 Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle auf Position. Er kommt! Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung! Fertig! Fertig! Max, Bombarde! Jetzt! Anja, jetzt! Schnell! Wir haben nur 3 Sekunden! Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen, sonst stirbt er. Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Aktivität. Ja, er lebt! Wow, Mann! Das ist sowas von abgefahren, Seth! Max, halt! Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße! Das melde ich. Weltraumfische schwimmt in seinem Aquarium. Es lebe der Weltraumfisch! Herr Blaskowitz, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper.
Nadja. Bitte, ich bin nicht mehr der Jüngste. Meine Familie. Also, nett. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Sag mal. What the fuck? What the fuck geht hier ab? Was ist hier los? Pitongut, was soll Donner... Sind wir hier in Futurama oder was? Okay, Junge, was gefällt Ihnen am besten? Ich weiß auch nicht mal, was das macht. Ich kann nur den Namen lesen. Schlachtenläufer, das hört sich krass an. Ich nehme den Donnerfäuste. Achso, jetzt kann man hier sehen sogar, was das macht. Wie krass ist das Spiel jetzt? Ohne Scheiß. Es hat jetzt schon die ganze Zeit Bock gemacht, oder? Aber, Alter. So, Donnerfäuste. Eine mentale Verstärkungsgestell, das deine Armgelenke, Ellenbogen und Schultern stabilisiert. Mit den Donnerfäusten kannst du Hindernisse wegrammen, Türen und Kisten zerschlagen und Gegner niederschlagen. Die Donnerfäuste aktivieren sich beim Sprinten. Schlachtenläufer. Die Bilder dazu, Alter, richtig nice gemacht. Ein mechanisches Aktuatorsystem, das an den Beinen montiert und bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert wird, fahren mechanische Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen kannst, vertikale Deckung nutzen und andere taktische Vorteile hast. Vorteilhafte Position einnehmen kannst. Gut, ich dachte eher, das wäre so richtig krass schnell laufen und die Leute wegchecken. Gut, dass ich das nicht nehme. Und dann den Pythongurt. Die Pythongurte komprimieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so, sehr schmale Räume zu durchqueren, während du sie benutzt. Während du sie benutzt, kannst du jedoch nicht atmen. Bei längerer Benutzung leidest du Schaden und stirbst schließlich aufgrund von Sauerstoffmangel. Ja, dann auf jeden Fall Donnerfäuste. Was geht ab? Zermatsch die Leute damit. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Creepy. Komplett verrückt. Ich bin wach, ich schlafe nicht. Ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Wie fühlen Sie sich, Herr Blazkowicz? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, William... Dann erschlag ich dich. Komm, ich hab was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Herr Blazkowicz! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshana auch. Nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max, Hans! Max! Max, Hans! Max! Das will ich auch, Max. Maxchen. Maxchen.
Also, ich habe das gewünschte Gerät repariert. Legen Sie es an und probieren Sie es doch mal aus. Nur zu, Herr Blazkowicz, legen Sie es an. Jo. Ja, Junge, nehmen Sie es und legen Sie es an. Es gefällt Ihnen bestimmt. So, ja, das haben wir ja schon gelesen. Also, Riese, Ihr neuer Körper ist sehr, sehr stark. Wie stark? Nun, die Donnerfäuste stabilisieren Ihre Gelenke, sodass Sie selbst extremen Krafteinwirkungen standhalten. Und das bedeutet, Sie können direkt durch diese Wand brechen. Ja, hab ich schon gemacht. Wie geil ist das, Mann? Wie geil ist das, Alter? Was zur Hölle geht hier ab? Ja, Herr Blazkowicz! Ja! Leben Sie jetzt auf den Parcours, wie Sie sich mit Ihrer neuen Fähigkeit vertraut gemacht haben! Das kann ich wahrscheinlich auch wegkommen. Jawoll! Jawoll! Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Jawohl! Jawohl! Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Ja, Waffen. Hammergewehr. Dieselgewehr, Lasergewehr. Maschinenpistole. Kann ich das eigentlich wieder rausnehmen? Wo war denn das? Das hier. Das kann es aber nicht wieder komplett rausnehmen, wa? Schade. Sturmgewehr. Dieselkraftwerk. Schockhammer. Warte mal, Schockhammer. Erweitertes Magazin auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Wie geil ist dieses Spiel, bitte, ey. Caroline, danke. Nehmen Sie Ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Ach, jetzt mit dem neuen Buddy hat er wieder neue Hoffnung geschöpft, oder was? Achso, nee. Au! Au! Ich hab doch keinen Bock auf den... Ich hab doch keine Lust hier drauf, Mensch. Ich wollte das nicht machen. Ach, jetzt muss ich hier durch, oder was? Plan fehlschlug, hat er uns die ganze Zeit irgendwie vollgelabert? Was ich mit Shoshana verbracht hatte und fragte mich... Mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Junge, haben Sie schon mit Grace gesprochen? Ich glaube, sie braucht Ihre Hilfe bei etwas, das mit Gewalt zu tun hat. Gewalt, das ist mein Ding. Alles klar, Seth. Dankeschön. Seth, meine ich. Sorry. Danke, wir sind wieder am Start. Wir sind wieder... Oh, Alter. Schön. Wir sind wieder am Start. Ich bin wieder hier in meinem Revier.
Okay. Hey, was ist denn hier los? Schläfst du? Oh, ich will mich nur etwas ausruhen, bevor wir New Orleans erreichen. Ist eine lange Reise. Nur für ein paar Minuten. Kannst du mich in den Arm nehmen, William? Ich habe ihn getroffen. Ich sah ihn und hatte keine Angst mehr. Oh, William. Und deine Mutter. Was war das in der Garage? In der Garage? Als du mich retten wolltest. Frau Engels Männer haben dich da attackiert. Es fielen Schüsse. Ach, das war nichts. Wir hatten halt ein paar Tricks auf Lager. Genau das hat Superspech gesagt. Hey. Du hast meine Frage nie beantwortet. Welche? Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Krass, die Szene hätte man wahrscheinlich verpasst, wenn man da einfach vorbeigelatscht wäre, oder? Leider konnte ich jetzt der Hauptdarsteller. Wie heißt die nochmal? Die Tochter von Engel. Wie heißt die nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Die ist ja auch dahin gelatscht. Die hätte wahrscheinlich irgendwas erzählt. Oh Mann, ey. Hey, Schweini. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Max. Süß. Naja. Naja. Stimmt das wirklich, Connie? Wir sind unterwegs nach New Orleans? Ja. Was tun wir denn in New Orleans? Keine Ahnung. Irgendwas. Ich habe Grace zugehört, aber irgendwie spricht sie zu schnell. Gibt es Widerstandskämpfer in New Orleans? Ja, schon. Vielleicht helfen sie uns, gegen das Regime zu kämpfen. Wäre doch toll. Jo. Du redest nicht viel, Connie, oder? Weiß ich. Was ist dir bei dem Bombenabwurf zugestoßen? Das willst du nicht hören. Du kannst es mir erzählen. Gibt nichts zu erzählen. Ich glaube, du hast es noch niemandem erzählt. Vielleicht fühlst du dich danach besser. Papa hat gesagt, es ist nicht gut, Gefühle nicht rauszulassen. Wenn man traurig ist, muss es raus. Und dann sieht man, dass die Gefühle gar nicht so groß und schlimm sind. Na gut. Die Sirenen brünten. Hab in der U-Bahn Schutz gesucht. Die Decke ist beim Abwurf eingestürzt. Bin aufgewacht. Rauch. Feuer. Überall Leichen. Arme und Beine. Leute stolperten umher. Schreie und Wein. Geruch von verbranntem Haar. Papas Gesicht von den Knochen geschmolzen. Mama brannte, konnte nicht aufstehen. Mein kleiner Bruder unter Beton zerquetscht. Blut auf den Gleisen. Dann Stille. Verdammt. Scheiße, noch eins. Das tut mir so leid, Connie. Fühlt es sich besser an, darüber zu reden? Nein. Oh, okay. Dann lass ich dich mal in Ruhe. Bis später. Eigentlich richtig krass, was sie erzählt, aber wie die hier hockt, Alter. Am Lesen und so, als wenn's... Guck mal hier, das Schild. PJ und Anja. Das ist geil. Und Max.
Ja, wie die da liegt und weiterliest und die erzählt, wie ihre ganze Familie gestorben ist mit einem Bombenanschlag. Ja, alles klar. Und, ist besser jetzt? Nö. Achso, cool, dann nicht. Hey, hey! Er ist zurück! Wow, Mann! Oh, der Weltraumfisch schwamm aus einem Fischglas. Oh, sehen Sie gut aus, Blazkowicz. Richtig stark, weißt du? Stärker als je zuvor, Mann. Schwimm weiter, Weltraumfisch. Ah! Ah, lass mich in Ruhe! Hey, Wyatt! Du machst mir Angst, Mann! Oh, tut mir leid, Mann. Ich hatte nur eben diese Vision. Was meinst du mit Vision? Vor unserem Haus lagen unzählige Leichen. Also kroch ich aus dem Fenster und auf sie rauf und grub mich unter sie. Da waren diese magischen Ratten. Sie quiekten mir ein schrecklich wunderbares Geheimnis ins Ohr. Diese Welt ist eine Lüge, Mann. Diese Welt ist eine Lüge. Nein, 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 das ist keine gute Vision. Dein Kopf ist echt im Arsch. Mir geht's gut, Bombarde, geht schon nicht. Bin nur etwas fertig von diesem ständigen in meinem Ohr. Nein, mach eine Pause, ruh dich aus. Mir geht's gut, es ist nur... Geh jetzt schlafen. Sofort. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Es ist nur... Alter, die Leute sind allesamt fertig mit den Nerven. Wir haben schon viel geschafft, Fischmann. Die Leute wachen langsam auf. Und das Regime wird bezahlen. Oh ja, das wird es, mein Freund. Oh Mann, ey. Siehst gut aus, Blazkowicz. Ist gut jetzt, gut. Stehst wieder aufrecht. So Leute, das war's dann an dieser Stelle. Beim nächsten Mal gehen wir zu Grace rein. Die ja auch... Weißt du, irgendwas an Wyatt ist seltsam. Seit Frau Engel sein Ohr abgeschnitten hat, sagt er seltsame Dinge. Als wäre er auf einem anderen Planeten. Ich weiß nicht. Vielleicht irre ich mich auch und es ist nichts. Wer weiß. Darf ich jetzt abmoderieren, Bombarde? Darf ich? Wir werden alle bekloppt hier drinnen. Mann, ey. So, ja. Wie gesagt, beim nächsten Mal reden wir dann mit Grace. Seid auf jeden Fall dabei, Leute. Ach, das ist Sigruns Tagebuch. Das ist ja echt... Auch recht interessant, wa? Gut, Leute, das war's jetzt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich danke fürs Zusehen. Solltet ihr Bock haben auf mehr Videos zu Wolfenstein, lasst es mich gerne wissen. Unterstützt das Projekt gerne weiterhin, wenn ihr möchtet. Bis hierhin war's doch ziemlich geil. Also, und was die letzten ein, zwei Folgen abgegangen ist, unfassbar. Ja, wahrscheinlich wird's tatsächlich der beste Shooter des Jahres für mich. Gut, das war's, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.